Nächste Sache, die wir hier erwähnen in diesem Jahr, und zwar, dass einer der Gefährten, die den Islam angenommen haben, und zwar Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, radiallahu anh, kam nun und nahm den Islam an. Und dieses Jahr, das 9. Jahr der Hijra, nennt man auch das Delegationenjahr, Amu al-Wufud. Al-Wufd ist eine Delegation, die geschickt wird, um zu verhandeln. Und es ging darum, dass nach dem Sieg in Tabuk, das heißt nach dem Sieg gegen das Römische Reich bzw. deren Verbündeten, sämtliche Stämme nun auf der arabischen Halbinsel den Islam angenommen haben. Also ein Stamm nach dem anderen kam nun zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und also schickte eben eine Delegation, einen Botschafter zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um den Islam anzunehmen. Und deswegen, und weil das war schon öfter der Fall, aber in diesem Jahr war eben die Anzahl gewaltig dieser Delegation und deswegen nennt man dieses Jahr das Jahr oder das Delegationenjahr Amu al-Wufud. Nun, und einer der Personen, die zu ihm kam, war eben Urwa ibn Mas'ud, radiallahu anh, der den Islam angenommen hat und er war aus At-Ta'if und er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich gehe jetzt zurück und rufe mein Volk auf zum Islam. Der Prophet alaihi salatu wasallam sagte aber, ich befürchte, dass sie dich töten. Ich habe Angst, dass sie dich töten. Und da sagte Urwa, ich werde trotzdem hingehen, ich werde versuchen, sie aufzurufen zum Islam. Aber tatsächlich haben sie ihn dann auch getötet. Sie wollten den Islam nicht annehmen. Als er sie aufgerufen hat zum Islam, haben sie ihn dann getötet. Und zwar, als er gebetet hat, wurde er mit einem Bogen dann, mit einem Pfeil, also wurde er dann getötet, radiallahu anh. Und Al-Rasul a.s. sagte daraufhin, das Gleichnis von Urwa ist wie der Gläubige aus Yasin, aus Surat Yasin. Er hat sein Volk aufgerufen zu Allah, aber dann haben sie ihn getötet. In Surat Yasin wird ja erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Entsandte oder Gesandte geschickt hat zu einem Volk. Und die Ulama sagen, entweder waren das tatsächlich Gesandte, Rusul, also oder Anbiya, Propheten, Gesandte, die geschickt wurden, oder es waren Botschafter des Propheten Isa a.s. Also entweder es waren Botschafter des Propheten Isa a.s. oder es waren Propheten selbst. Wie dem auch sei, Allah azzawajal schickte zwei, doch dieses Volk wollte nicht glauben, also schickte Allah noch einen dritten. Und als diese Menschen nun diese Gesandten töten wollten, kam aus dem Vorort, also von weitem geeilt, ein etwas älterer Mensch, Mann, und das ist eben der Gläubige aus Surat Yasin, ja, und er sagte ihnen, folgt denjenigen, die euch aufrufen, Allah anzubeten und die von euch nichts verlangen, also kein Geld verlangen. Die wollen nichts Weltliches mit ihrer Botschaft erreichen, sondern sie wollen euch aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dann haben sie ihn auch getötet und als er getötet wurde und im Paradies war, sagte er, würde doch mein Volk wissen, wie Allah mir vergeben hat und mich zu den Ehrenvollen getan hat oder mich zu einem Ehrenvollen gemacht hat. Diese Geschichte, liebe Geschwister, ist eine lehrreiche Geschichte, also die Geschichte des Gläubigen aus Yasin, und zwar im Thema der individuellen Da'wah, also nicht die Massendauer. Ein Vortrag, wenn ich den jetzt halte, und vor mir sind mehrere Leute oder eben im YouTube, Instagram und Co. und dann, das ist eine Massendauer. Also da rede ich nicht mit einer Person. Die Massendauer ist gut, ist aber nicht die eigentliche Da'wah. Die eigentliche Da'wah, die Da'wah der Propheten, alaihimussalam, ist die individuelle Da'wah, die einzelne Da'wah, das Gespräch, das Einzelgespräch mit einem, mit zwei. Denn das ist effektiv, weil du begleitest diesen Menschen. Du weißt, was für Probleme hat er, wie lebt er, was sind die Hürden, weswegen er stolpert auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich einen Vortrag halte, dann weiß ich ja nicht die Geschichte der einzelnen Menschen. Ich rede, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Das heißt nicht, dass es das unwichtig ist. Ja, man lernt auch so. Aber es heißt, es darf nicht sein, dass wir Muslime uns begnügen mit dieser Dauer. Alhamdulillah, es gibt Prediger, die machen Dauer. Also kann ich schlafen gehen. Nein. Jeder von uns, ob Prediger, nicht Prediger, ob Imam, nicht Imam, muss seinen Beitrag leisten, aufzurufen. Guck mal, dieser Sahabi, der dann zu seinem Volk gegangen ist, Urwa ibn Mas'ud, radiallahu anh, der ist gestorben. Natürlich als Shahid. Da wurde er getötet. Er ist ein Märtyrer. Warum? Weil er aufgerufen hat zu Allah. Alhamdulillah, wir können aufrufen zu Allah. Wir befürchten nicht, dass wir getötet werden. Möge natürlich Allah uns ein gutes Ende geben, aber Alhamdulillah, wir leben in einer Zeit, in der wir jetzt nicht gleich
getötet werden, wenn du sagst, hör mal zu, bete mal oder glaub mal an Allah oder hör mal auf mit Zinsen und so weiter und so fort. Und trotzdem machen wir das nicht. Und deswegen, da die Muslime die Da'wah nicht vollziehen, nicht umsetzen, haben wir so viele Versuchungen auf der Erde. Auch in muslimischen Ländern, auch in muslimischen Familien, auch in muslimischen Gesellschaften. Warum? Weil jeder sagt sich, oder die meisten sagen sich, ich bete, ich faste, ich lese Koran, das reicht. Mehr, verlang von mir bitte nicht mehr. Aber das ist nicht der Islam. Denn Allah azza wa jalla sagt in Surat al-Asr, wal Asr, also bei der Zeit, innal insana lafi khusr, wahrlich, der Mensch ist im Verderben oder im Verlust, illa alladhina, außer, jetzt wird die Ausnahme gemacht, illa alladhina amanu, außer diejenigen, die glauben, reicht das? Nein. Sondern, wa'amilu salihat, Gutes tun, reicht das? Nein. Das heißt, es reicht nicht, dass du glaubst und Gutes tust, damit du aus diesem Verderben und dem Verlust rauskommst. Du gehörst immer noch zu dieser Gruppe, wahrlich, die Menschen sind im Verlust. Erst wenn du alle vier Aspekte verinnerlichst, umsetzt, dann bist du kein Verlustreicher mehr. Dann gehörst du zu den Gewinnern, nicht zu den Verlierern. Aber wenn du nur glaubst und Gutes tust, dann bist du immer noch ein Verlierer. Warum? Weil deine Aufgabe, die du hast, hast du vernachlässigt. Welche? Außer diejenigen, die glauben und Gutes tun und zur Wahrheit aufrufen, sich gegenseitig zur Wahrheit ermahnen und zur Geduld. Denn das Aufrufen zur Wahrheit bedarf Geduld. Die Leute werden vielleicht sich lustig machen über dich. Die Leute werden sagen, ach guck mal, du lebst da, was soll das, wir leben hier in 2022 und du redest hier noch, ist mit rechts und pass auf und was weiß ich und so. Ja, die Leute machen sich lustig über dich. Oder sogar mehr. Ja, nicht nur lustig machen, sondern die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben oder beleidigen dich und so weiter und so fort. Deswegen sind viele Leute nicht dabei in diesem Zug der Aufrufenden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns einsetzen und nicht ersetzen. Deswegen, barakallahu fikum, dieser Gläubige aus Yasin oder dieser Sahabe, und es gab noch viele weitere Sahabe. Ja, der eine ist ja dann auch gegangen, um zu Allah aufzurufen und wurde getötet. Als er getötet wurde, ja, der wurde dann mit so einem Dolch erstochen, beziehungsweise mit einem Speer erstochen. Und dann sagte er, ich habe gewonnen beim Herrn der Kaaba. Dieses Wort hat den Mörder zum Islam gebracht. Dieses Wort, ich habe gewonnen beim Herrn der Kaaba, weil ich bringe den gerade um. Das heißt, im Maßstab, im weltlichen Maßstab, der hat sein Leben verloren, der hat den Genuss im Leben verloren und so weiter. Anstatt dass er sagt, oh schade, ich wollte noch ein bisschen das Leben genießen, sagt er, ich habe gewonnen. Warum? Weil er weiß, warum wurde er getötet? Nur weil er sagt, la ilaha illallah. Nur weil er sagt, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Das hat den anderen so zum Denken gebracht, dass er den Islam angenommen hat. Es war ein Sahabi, der getötet wurde, radiallahu anhu. Auf jeden Fall, diese Geschichten gibt es sehr viele. Und noch heute. Und noch heute gibt es zum Beispiel Menschen, die zu Allah aufrufen, ja, und dann werden sie vergiftet, werden getötet. Ja? Also zum Beispiel Duat, also die Leute, die Dawah machen. Es gibt einige Völker, ja, wenn du dann zu Allah aufrufst, bist du ein Kopf kürzer. Ja, das wollen die nicht und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir jetzt in unseren Breiten, es geht nur darum, ein bisschen aktiver zu sein. Dass du nicht denkst, es reicht als Muslim, ich bete für mich, ich faste für mich, okay, noch meine Frau und meine Kinder, es reicht, aber dann, ich bin ja nicht verantwortlich für die Welt. Doch, du bist verantwortlich für die Welt, nicht nur für dich. Das solltest du als Prophet der Welt, als Anhänger des Propheten der Welt, müsstest du das verstehen. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wurde für die ganze Welt entsandet und nicht entsendet, entsandt und nicht nur für die Araber oder nur, nicht nur für die Mekkaner oder nicht nur für seine eigene Familie, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Deswegen musst du dir überlegen, was ist dein Beitrag, dass die Welt besser wird? Durch was? Natürlich durch den Islam. Was ist mein Beitrag, damit ich den Menschen den Islam beibringe? Ich muss nicht selbst der Redner sein. Darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, dass du selbst freitags die Predigt hältst oder dass du selbst Vorträge hältst oder Bücher schreibst. Auf der Arbeit, dass du den Leuten ein Bild zeigst, wer ein wahrhaftiger Muslim ist. Oder in der Schule, durch deinen Charakter, durch dein Benehmen, durch deine klugen und weisen Worte, durch dein Bekenntnis. Ich bin Muslim und ich bin stolz, auch ein Muslim zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einsetzen für seine Religion.